Hallo zusammen, mein Name ist Max Schulz von InsiderWeek.de und in diesem Video besprechen wir unsere Handelsergebnisse für Kalenderwoche 4. So, diese Woche haben wir insgesamt 21.420 Dollar Gewinn gemacht und jetzt schauen wir, wie diese Summe zustande kam. So, wir fangen mit ersten Dreh, das war Schweizer Franken, das war bei uns ein Handelsplan von Kalenderwoche 3. So, da haben wir das Setup aufgezeigt, sind hier in eine Trendrichtung eingestiegen. So, erstmal nur mit zwei Kontrakten, dann wo wir gesehen haben, dass der Kurs sich stabilisiert hat, haben wir bei dem zweiten Einstieg nochmal vier Kontrakte dazu gekauft und haben hier an unserem Ziel dann fünf Kontrakte verkauft. Und den letzten Kontrakt haben wir gestern verkauft, weil wir noch eine Jena-Position im Portfolio haben und wollten nicht mit zwei Währungen in die nächste Woche starten. Das insgesamt hat uns einen Gewinn von 13.450 Dollar gebracht. So, Natural Gas bzw. Erdgas, das Setup haben wir in Kalenderwoche 1 präsentiert, hatten hier schon wie gesagt, eine Einstiegmöglichkeit gehabt, haben das aber hier bei dem Pullback nicht genutzt, sondern wir haben einfach auf eine Bestätigung gewartet, wo wir gesehen haben, dass der Trend Richtung Kurzsignal läuft, haben wir dann unsere Position hier in Trendrichtung aufgebaut. Und am Freitag haben wir die Position aufgelöst, also das hat jetzt unser Ziel, kurzfristiges Ziel erreichte und wir wollten auch für die nächste Woche etwas mehr Kapital, Risikokapital freisetzen, damit wir nächste Woche neue Setups traden können, weil wir bei anderen Setups einfach mehr Erfolgswahrscheinlichkeit uns versprechen. Wer jetzt beim Erdgas noch in der Position ist, kann dieses Ziel hier von 3377 anvisieren. So, nächstes Setup, das haben wir letzte Woche in unseren Handelsplänen zur Kalenderwoche 4 präsentiert. Das war das Soja-Mehl-Setup. Wie gesagt, wir hatten bei allen Soja-Märkten ein Kurzkaufsignal, haben uns aber für Soja-Mehl entschieden. Wie man sieht, das war eine richtige Entscheidung. Wir sind hier auch in Trendrichtung eingestiegen, wo wir gesehen haben, dass der Kurs dann Richtung Kurzsignal läuft, haben unser Ziel hier erreicht und haben die Position mit einem Gewinn von 6.150 Dollar geschlossen. So, nächste Trade, da sind wir noch in Position, das ist japanischer Yen, das ist kein Kurztrade, sondern wir testen auch noch ein paar Handelsideen, auch auf unserem realen Konto. Dennoch haben wir letzte Woche in Praxis in unserer Insider-Gruppe quasi aufgezeigt, hier einen Einstieg bei einem Pullback und wer das genutzt hat, konnte ein gutes Geld verdienen bei einem angemessenen CRV. Wir sind hier noch in der Position, weil wir uns hier noch mehr Kurssteigerung versprechen, also hier ist die Bewegung schon ziemlich weit fortgeschritten, deswegen braucht man sich nicht wundern, wenn hier noch ein Pullback kommt. Bei einem Pullback hat man dann die Möglichkeit, seine Position aufzubauen, wenn man noch nicht in diesem Markt drin ist. So, letzter Trade, ebenfalls offen, das ist Orangensaft. Wir sind hier ebenfalls, wir haben hier Kurzkaufsignal, haben gewartet, bis der Trendwechsel erfolgt. Wir haben gesehen, Trendwechsel ist erfolgt und sind hier in Trendrichtung eingestiegen. Ja, der Kurs springt hier und her, wir haben noch keine Impulse, wir sind hier in der Position, werden dann nächste Woche unser Stopp verschieben. Zurzeit liegt er hier bei diesem Level. Und unser Kursziel ist dann praktisch ja, diese Kursmarke hier von ca. 164. So, wie eben besprochen, besteht unser Portfolio aus zwei offenen Positionen. Das ist japanische Yen, da sind wir mit drei Kontrakten im Markt und 7000 Dollar im Plus. Und Orangensaft, da sind wir mit fünf Kontrakten im Markt und sind jetzt mit 1600 Dollar leicht im Plus. So, das war's zu unseren Handelsergebnissen von Kalenderwoche 4. Wer, ja, wer uns noch nicht abonniert hat, sollte es tun. Also der kann uns folgen, entweder
bei YouTube oder Facebook oder Instagram, wer mittreten möchte in unserer Insider-Gruppe, kann das auch tun. Also hier ist nochmal der Link zu der Beschreibung unseres Services. So, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und verabschiede mich bis morgen. Morgen werden wir unsere Handelspläne zur Kalenderwoche 5 präsentieren.